Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Google-Übersetzer Somali. Ja, es ist mal wieder eine Zeit, mit Google rumzuspielen. Ein Ausbildungskollege hat mir gezeigt, was passiert, wenn man als Ausgangssprache Somali auswählt und dann irgendwelche Sätze nimmt, aber immer zwei Buchstaben zusammenzieht und dann ein Leerzeichen setzt. Ein Beispiel. Ich, das ist Weibchen, heiße Pokémon. Tja, und dann kann man das letzte zusammenziehen. Kommt da was Sinnvolles raus? Nein. Ich heiße Polymomo. Oh nein, nicht schon wieder Momo. Ich würde das jetzt tatsächlich auseinanderziehen, aber ich glaube, der. Oh, doch, wenn ich es jetzt richtig mache, wirklich immer nur alle zwei Buchstaben, du wirst es können. Danke. Danke, dass du so viel Vertrauen in mich hast, dass ich das Prinzip der Folge richtig erklären kann. Hasen sind nicht wahr? Nein, nein, warte, ich bin noch nicht fertig. Sind meine Lieblings Tiere. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Willst du wissen, wie es geht? Ich weiß schon, wie es geht, Mann. Was will denn die ganze Zeit mit? Du wirst es können. Willst du wissen, wie es geht? Ja, ich weiß, wie das sonst geht. Ach nee. Ich frage ihn jetzt selber. Weißt du. Ja, wie mache ich das mit Komma? Ich lasse das Komma aus, oder? Und mach es. Ja, ich mach schon. Weißt du, wie es geht? Und so weiter. Nee, warte, warte, warte. Und es ist Zeit zu arbeiten. Und du weißt es. Weißt du, wie es geht? Und du weißt es. Au, au, wow, also das ist schon. Also, und was meinst du? Ja, so welchen Fragezeichen sitzt du denn? Und was meinst du? Es ist ja wahnsinnig lustig. Fürchers Fritz. Fürcht. Fr. Ich glaube, der macht da gar nichts draus, oder? Auf jeden Fall macht er Scheiße draus. Frische Früchte. Oh, Frieskors, es ist leicht zu lesen. Ja, anscheinend nicht. Es ist leicht zu lesen. Die Ka. Nee, warte, warte. Die Katze tritt. Andere Adresse stand da gerade rechts. Tritt die. Wissen Sie nicht Dreizeit? Ich kann nicht mehr, ey. Das ist eine der besten Folgen jetzt schon. Treppe. Was macht denn da die ganze Zeit mit dem Caps Lock? Krumm. Es ist wichtig, in deiner Nähe zu. What the? Anderes Haushalt in der Wahrheit der Zeit. Ja, ich wollte eigentlich noch, die Katze tritt die Treppe krumm. Krumm tritt die Katze die Treppe. Aber es reicht, glaube ich, schon, oder? Anderes Haushalt in der Wahrheit der Zeit. So, so. Sehr philosophisch. Dies ist eine Sonntag. Ne, warte, 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 da muss wieder Sonntagsspielfolge. Bist du damit zufrieden? Es ist wichtig, dass Sie das S auf den Gs haben. Ausrufezeichen. Macht das was anderes? Der andere ist der S auf der G ist der Is. Okay, danke. Mann, Jumper ist ein schwieriges Spiel. Was war das mit Scan? Irgendwas stand da gerade. Spiel. Dies ist ein guter Weg für Sie. Es ist sehr wichtig für Sie, es zu können. Ja, das stimmt. Es ist wichtig für mich, dass ich das Spiel kann. Sonst kann ich es nämlich nicht bis zum Ende zocken. Ich trink. N. Eigentlich muss man sagen, nen. Ne? Ich trinke nen Sekt vielleicht. Das ist aus einem Thema total Nippe. Mal gucken. Vielleicht. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Was mache ich? Da steht doch da, was ich mache. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ich klinge sehr betrunken.
Was war das gerade mit dem vielen Haas? Er macht nicht wirklich was daraus, aber was der gerade kurzzeitig stand, war auch nicht schlecht. Du bist zu blöd zum Übersetzen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wieso? Damit ich Verbesserungsvorschläge liefere, wie man die Übersetzung optimieren kann. Wade hande du da. Wade hade du da. Denkst du, es ist zu spät? Deutsch ist eine schwere Sprache. Da kommen die ganze Zeit wieder Sachen rechts, aber ich kann auch nicht gucken. Es ist eine gute Möglichkeit, es Ihnen leichter zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das dabei hilft, Deutsch zu lernen. Oh Mann. Does this work with English too? Willst du der Stärkste sein? Das funktioniert auch noch. Ja, klar, weil letztendlich erkennt er ja nicht das Englisch, sondern er denkt immer noch, ich gebe irgendwas mit Somali ein. Also klar funktioniert es auch mit Englisch, logisch. Er geht ja nach irgendwelchen Silben hier. Müssen Sie mit G zu tun. Ich werde nicht mit mir untergehen. Oh, nee, umgehen. Untergehen ist auch nicht schlecht. Willst du der Beste der Welt sein? Es ist der größte Glob. Haben Sie eine WW. Machst du das mit dem G? Oder GL, oder? Willst du der Beste sein? Machst du das mit EN? Machst du. Haben Sie was? Ja. Ein Lachanfall. Werde das nicht tun. Links, rechts, geradeaus. Als Ergebnis können Sie uns eine E-Mail senden. Wieso habe ich das Gefühl, dass das teilweise Standardsätze sind, die einfach entstehen, egal was man tippt? Was kam zuerst? Das Huhn oder das Ei? Gibt es nicht ein Erd wie Ei? Okay, vielleicht sollte ich die Fragezeichen wegmachen, dass es Satz 1 ist. Was ist wie du? Ich bin einzigartig und du anscheinend auch. Jetzt macht er nichts mehr, glaube ich, daraus, oder? Was es hart. Ich will gar nicht wissen, ob dein Ass hart ist, aber. Gemüse und Rahm ist, lass ich mal so, ist wat ich nicht ab kann. Es ist wichtig, dass sie einen guten Eindruck machen. Gemüse und Rahm ist, was ich nicht haben kann. Ja, wer checkt die Anspielung? Wahrscheinlich kaum jemand, aber ich nehme halt die ersten Sätze, die mir einfallen. Möchten Sie spenden? Was? Jetzt nehme ich das Ding noch überreden, immer zu spenden. Ich glaub's ja nicht. Willst du wissen, was du tust? Willst du deinen Lebensunterhalt verdienen? Irgendwie. Es will mich hier manipulieren in meinen Lebensentscheidungen, glaube ich. Das ist so eine christliche Software oder was? Willst du etwas verändern? Okay, jetzt wird doch langsam zu bunt hier. Hast du einen Pullover? Ja. Es ist wichtig, einen guten Eindruck zu machen. Willst du deinen Lebensunterhalt verdienen? Hast du einen Pullover? Hast du ein R? Oh Mann, ey. Hast du ein U? Ist es nicht ein Du? Dummum. Es ist Du. Es ist ein. Es ist in Ordnung. Hast du Gemüse? Hast du Gemüse? Ja. Das ist ja wirklich, du kannst ja einen richtigen Text daraus schreiben, aus den Antworten, die hier kommen. Den Hoden Sack in kaltes Wasser hängen.
Es ist wichtig, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen. Also ganz ehrlich, das ist das perfekte Abschlusswort, oder? Ich will trotzdem noch mal gucken. Nee, der bleibt dabei. Es ist wichtig, dass wir einen Unterschied machen. Oh Mann, oh Mann. Dieses Es ist wichtig kam doch ziemlich häufig, muss ich sagen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie an der richtigen Stelle sind. Oh ja. Nee, Leute, also ich könnte hier wahrscheinlich noch ewig weitermachen, aber ich glaube, ich belasse es dabei. Machen Sie das Beste aus Ihrem Leben. Es ist so ein richtiger Motivationstrainer hier. Wow, ey. Machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit. Es ist das Wichtigste der Welt. Es ist das Beste vom Besten. Außerdem ist es am wichtigsten. Wow. Soweit ich kann. Nee, ich höre auf, Leute. Das war's mit dieser Folge. Tschüss. Nein, mach doch was Richtiges. Bye, bye. Ja, danke. Leck mich am Arsch, heißt das. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Bye, bye.